Popballaden gehen direkt unter die Haut und sorgen für Kribbeln im Bauch. Aber hier passiert das genaue Gegenteil. Der Schmusesong geht ab mit 300 PS. Jetzt wird gezappelt und gehüpft bei Pop Pop Polka. Meine Damen und Herren, wir haben unser nächstes Spiel. Wenn andere tolle Sendungen so wie eine Hochzeit sind, dann sind wir exakt das davor, wo alles kaputt geht. Wir sind der Polka-Abend. Und deswegen haben wir eine Polka-Band eingeladen. Meine Damen und Herren, hier sind die Polkaholics. Wir haben die Jungs mit Cuba Libre aus der Hauptstadt ins Rheinland geholt. Hallo Andy. Hallo, grüß dich David. Du bist der Klassensprecher. Bin heute der Klassensprecher, sehr gut. Euer Auftrag gleich wird sein, als Liveband ganz bekannte Popballaden, Lieder, die wir alle kennen, in eine Polka umzuwandeln. Wie schwer und wie schrecklich ist das? Für normale Menschen ist es unmachbar, für uns ist es einfach, weil alles, was wir hören, geht direkt durch den Polka-Filter und also Unmengen Grasowka und Sliwowitz und langjährige Studienaufenthalte in Tschechien und Polen sind unabdingbar. Studienaufenthalte. Vielen Dank, dass ihr da seid. Runde Nummer 2 läuft folgendermaßen. Wir haben fantastische Popballaden aus der Musikgeschichte rausgeholt, denen überlassen und daraus haben sie jeweils eine Polka gemacht. Euer Auftrag wird sein, exakt das Original rauszuhören, zu buzzern und dann hoffentlich einen Punkt zu machen. Wenn ihr richtig liegt, bekommt ihr eigenen Punkt. Liegt ihr falsch, bekommen automatisch die Gegner einen Punkt. Wer zuerst 5 Punkte hat, hat diese Runde gewonnen. Meine Damen und Herren, hier kommt Polka Nummer 1, hier sind die Polkaholics. Ich hab's mir gedacht, Nelson hat gedrückt. Ich bin gespannt. Lionel Richie mit Hello, is it me you're looking for? Wow, Gänsehaut! Jetzt muss es noch richtig sein. Oh, Ray! Nein! 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 Auf keinen Fall! Wenn die klatschen, dann das ist so schön, wie du gesungen hast. Es müsste nur noch richtig sein, damit das richtig Freude macht. Ja, ich weiß, ja, wir lösen auf. Hello! Es ist Lionel Richie! Mensch, hello! Ja, ich frage mich auch. In meinem Leben nicht. Nelson! Erster Punkt geht an das Team Oliver Pocher. Lied Nummer 2 sind die Polkaholics. Es wurde wieder gedrückt. Wer hat gedrückt? Oh nein. Oh. Nelson natürlich. Überrascht mich nicht. Ich bin gespannt. Das ist Sam Smith with Sam Smith ist das? With Stay With Me, ist das? Stay With Me. Aber im Ernst jetzt, kann doch nicht sein. Habt ihr das auch rausgehört? Nein. Habt ihr auch überhaupt irgendwas rausgehört? Nein. So oder so ist das eine schöne Antwort, die müsste nur noch richtig sein. Wir lösen auf. Mit den noch richtig sein. Oh, es ist richtig. Die Polkaholics und ich sind ein bisschen erschüttert. In den Proben hat niemand irgendwann irgendwas erraten. Und jetzt kommt Nelson Müller und macht hier alles kaputt. 2-0 für Team Oliver Pocher. Okay. Ich finde es so schwer. Nein, es ist nicht erratbar. Lied Nummer 3. Wer war das, Jürgens? Wer war denn das? Weiß ich nicht. Wer, du hast gedrückt? Nein. Oh, ja. Alexander Herrmann hat gedrückt. Oh, ja. Ich habe keine Ahnung, halten Sie sich an, schneiden Sie sich fest oder so ähnlich. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ist das der Anschluss? Also, als allererstes, ist egal, was ich sage, ist es richtig?
Was? Freue ich mich. Ja. Ist es falsch, dann haben wenigstens die nicht gebassert. Aber wenn du falsch liegst, kriegen die automatisch einen Punkt. Das ist scheißegal, dann werden sie sowieso draufgekommen. Der Müller, verstehst du, der hat ja mehr oder weniger, der, also manche haben ja Gewürze und der hat bei jedem Gewürz noch einen Ton dahinter. Also, pass auf, das Lied. Ich habe das Gefühl, dass du Zeit schinden willst. Nein, ich weiß nicht, der Brett noch nicht. Das Lied ist 17 Jahre blondes Haar. Udo Jürgens. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja. Lass das Original ablaufen, bitte. Genau. Löse auf, sagt, dann ist der Lacher. Wollen wir es zusammen genießen? Ja. Wie nah er dran war mit der Lösung? Oh, aber immerhin das Gegenteil gesagt. Also, das war eng, doch war eng. Jahre war sie hier und ich vermisse sie so. Laura Müller ist nicht hier. Ja, das war der Song. Ja, sehr gut. War gut. Aber trotzdem, sie hat sich besucht. Aber Udo Jürgens Featuring Aerosmith. 93 waren die auf Tour. Das war das schon Erfolg. Aber ihr habt nicht gebassert. Ist scheißegal. Ja, 17 Jahre blondes Haar. Wie du Niederlagen verkaufst, ist ja faszinierend. Nelson. Bist froh, dass du die Töne überhaupt in dein Hirn reinkriegst? Der passt halt weg und machst hier einen auf, Alter. Bevor wir ins Quatschen kommen. Schnischna Schnappi, Alter. Punkt für Team Oliver Pocher. Meine. Titel Nummer 4. Jetzt das Schlumpf. Das war auch eine Ballade. Von Vater Abraham. Los geht's. Ihr macht so rum seit Sekunde 1. Warum drückt ihr denn nicht? Wie es heißt. Das musst du mir erklären. Du weißt, was es ist, aber weißt nicht, wie es heißt? Ja. Jetzt weiß ich es tatsächlich in echt auch. 19 Jahre. Ja, der war, ich sag erst mal still, weil da drüben wurde ja gedrückt. Oliver heißt es. Das war Howard Carpendale. Howard Carpendale featuring Celine Dion. Nein, my heart will 17 Jahre go on. Das war der Remix. Das war der Remix, aber das Original stimmt! Du bist der König der Runde, Olli. Ja, schön. Ja. Ja. Ich würde ja sagen, es ist eng. Naja, ist knapp. Mama hat aber gesagt, knapp. Ich soll nicht lügen. 4-0 für Team Oliver. Können wir den nicht mit? Ab sofort habt ihr gefühlt 100 Matchbälle. Ja, aber den mal gucken, Punkt ob ihr das gerade so rüberrockt. Ja, aber entscheidend ist egal, wie sie gewonnen haben. Sie haben nicht alles richtig erraten. Man muss ganz klar sagen. Du bist auf jeden Fall in die Parade gefahren. Und wir freuen uns auf Lied Nummer 5. Okay. Es ist nicht Howard Carpendale, das kann ich vorwegnehmen. Auch nicht Udo Jürgens. Jetzt bin ich gespannt. Es ist ein Meeresfilm, aber so viel ist hier. Sing noch mal bitte ganz kurz. It's the night falls and the... Yeah.
Wir in der Gegenteil-Show möchten mit normalen Mustern brechen und haben auch selbst mit schlechten Antworten ein großes Herz. Aber über die B-Note möchte ich sagen, ihr wolltet doch Louis Capaldi sagen? Ja, Louis Capaldi. Siehst du, Louis Capaldi, Someone You Loved ist richtig. Nein, da muss ich sagen, das war also eindeutig. 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 Das wollt, habt ihr doch gesagt am Ende des Tages. Ja. Punkt für Team Lilly Becker! Ja. Titel Nummer 6 von den Polkaholics. Bitteschön. Moment, hat etwa niemand gedrückt? Naja. Nein, das ist ganz schwierig. Habt ihr eine Vermutung? Ich mache mal eine Vermutung, ich äußere einfach nur mal den Interpreten. Ich weiß, dann müsstest nicht du drücken, bitte, nee, damit ich es akzeptieren sag mal kann. Ganz kurz, sing's einmal vor, wie du es gehört hast. Ich drücke jetzt. Jetzt sind wir und gespannt. Ich sage, das war Meat Loaf mit I would do anything for love. I would do anything for love. Und soll ich euch was sagen? Manchmal zählt ja auch der Lösungsweg. Das ist absurderweise richtig. Yeah. Es ist Meat Loaf! Der Mann, der das Schwitzen erfunden hat. Meat Loaf. Und damit haben wir Punkt Nummer 5. Spiel für Team Oliver Pocher. Da, wo viel Freude und Häme, gibt es auch Trauer, Panik und Angst, weiß meine Damen und Herren. Hier ist der Schleimomat für Team Lilly Becker. Zu den Slime Singers und voller Dankbarkeit und Verehrung sagen wir vielen Dank an die Polkaholics. Sex, Drugs und Sauerkraut, so heißt das Album. Überall, wo es gute Musik gibt, bitte runterladen. Sie brauchen doch den Alkohol. Vielen Dank, Jungs. Und mit dem Rückenwind können wir doch sagen, wir sind bereit fürs nächste Spiel.